langer Abend. Wir haben dieses Mal vor, dass wir sehr viel mit Musik und auch mit Tanz machen. Also bitte bereitet euch darauf vor, zieht euch die Tanzschuhe an. Weil es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Leute, die singen und tanzen, in ihrem Glückszustand auch ihr Herz öffnen und das Ganze viel besser wird. Man kriegt auch keinen Alzheimer. Also es ist eine ganz gute Zukunftsvision. Wen darf ich noch fragen? Bitte schön. Weil du vom Singen und Tanzen, ich möchte nur ganz kurz was singen. Yeah. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for metallic chemtrails, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets? I don't stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the epoch. Danke schön. Ich bin furchtbar schüchtern. Hallo, ich lese euch was aus drei Büchern vor, die ich vor kurzem gelesen habe. Das heißt auch so. Und ich habe vorher so Edelsteine verteilt. Falls noch jemand keinen hat und der gern anhätte, einfach nachher zu mir kommen. Ich habe nur ca. 10er oder so. Das, was ich euch vorlese, ist aus dem Buch Kristallenergien von Christa Feie-Burka. Leben mit Kristallen. Von jedem einzelnen Menschen hängt es ab, ob und wie sich das Leben auf diesem Planeten in Zukunft fortsetzen wird. Veränderung kann der einzelne Mensch zunächst nur für sich auf persönlicher Ebene erreichen. Erst dann kann er einen heilenden Einfluss auf die Welt ausüben. Denn geben können wir nur, was wir vorher integriert haben. Dies ist die Grundlage allen Heilens. Heilung ist eine individuelle Angelegenheit, eine Frage der Seele, von der nur jeder selbst weiß. Durch Selbstheilung ist alles zu erreichen. Der Mensch wird wiederhergestellt in seiner Göttlichkeit und die Welt wird wieder erstehen als der Garten Eden. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, auf sich selbst und seine Lebenssituation zu reagieren. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu heilen und seine Energien zu harmonisieren und auszugleichen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sich selbst ganz zu lieben und anzunehmen. Jeder Mensch ist fähig, seine eigene Wahrheit zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen. Jeder Mensch kann seine eigene Göttlichkeit erfahren. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, das Wesen seines Herzens zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen. Jeder Mensch ist fähig, das innere Licht des Geistes zu erkennen. Jeder Mensch kann Liebe aussehen in allem, was er tut. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, sein eigenes Dasein zu gestalten. Jeder Mensch kann in seinem Leben alles wählen, was er wünscht. Jeder Mensch kann Macht auf kreative und konstruktive Weise in seinem Leben einsetzen. Jeder Mensch kann seine eigene Einmaligkeit annehmen und ehren. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Bewusstsein zu erweitern und viele Arten des Wissens zu erfahren. Jeder Mensch kann seine Energie verwandeln und sie zentrieren. Jeder Mensch vermag das Gewahrsein seines Selbst zu erweitern und alle Dimensionen seines Wesens einzuschließen. Jeder Mensch kann seine Fähigkeit annehmen, verantwortlich zu sein für sein Leben. Jeder Mensch kann die Lektionen seines Lebens bereitwillig und mit offenem Herzen lernen. Jeder Mensch besitzt die Fähigkeit, sein Leben aus der Fülle herauszuleben und sich selbst. Und sich selbst ganz in schöpferischer Weise zum Ausdruck zu bringen. Jeder Mensch kann seine Fähigkeiten in Richtung seines Potenzials entfalten.
Das nächste Buch ist, heißt Jetzt geht's los, wir schaffen eine neue Welt von Michael Morris. Und das sind am Schluss vom Buch ganz viele Tipps zu verschiedenen Bereichen. Und da möchte ich euch auch was vorlesen. Ich möchte euch gerne einbinden. Wollt ihr was hören von über Gesundheit, Bewusstsein oder Politik? Bewusstsein. Bewusstsein? Gesundheit. Gesundheit? Bewusstsein oder Gesundheit? Bewusstsein. Bewusstsein, okay. Also, Bewusstsein. Achten Sie auf Ihre Gedanken und Gefühle. Erschaffen Sie keinen neuen Schmerz. Reduzieren Sie beruflichen und vermeiden Sie privaten Stress. Lassen Sie die Vergangenheit los und verzeihen Sie. Leben Sie so oft wie möglich im Jetzt. Seien Sie präsent und geerdet. Seien Sie sich Ihrer eigenen Macht und Stärke bewusst. Verzichten Sie bewusst auf Gewalt. Verhalten Sie sich allen Menschen und Lebewesen gegenüber respektvoll. Meiden Sie Umgebungen, die Ihnen spürbar schaden. Meiden Sie Umgebungen mit starker Strahlung. Seien Sie positiv. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie wollen und nicht auf das, was andere wollen. Tun Sie alles, was Sie tun, so oft als möglich mit Freude und Begeisterung. Schenken Sie anderen ein Lächeln oder ein nettes Wort. Loben Sie andere Menschen, wenn diese es in Ihren Augen verdienen. Seien Sie gut zu sich selbst. Schenken Sie Ihrem Körper, Ihrem Geist und Ihrer Seele gleich viel Aufmerksamkeit und Bedeutung. Dankeschön.